Auch wenn es rein sportlich betrachtet um nicht mehr viel geht, ist dieses Duell trotzdem von ganz besonderer Brisanz. Der FSV Frankfurt empfängt Kickers Offenbach zum Hessen-Derby. Beide Teams haben lange ganz oben am Aufstiegsplatz geschnuppert. 4 Spieltage vor Saisonende liegen sie jedoch beide weit hinter Tabellenführer Freiburg. Die Hoffnung auf etwas Derby-Stimmung trotz Geisterkulisse dürfte dennoch gegeben sein, zumal beide Clubs zuletzt sehr erfolgreich unterwegs waren, der FSV sogar mit 3 Siegen in Serie. Dementsprechend starten beide Mannschaften äußerst motiviert in dieses Duell. Wir sind noch in der Anfangsphase. Tuma mit viel Platz auf der linken Seite und dem Auge für Tunay Dennis. Erste Möglichkeit für die Kickers nach wenigen Minuten. Daniel Endres ist sofort auf dem Posten. Und die Gäste bleiben auch am Drücker. Husin Basic mit dem Ballgewinn und dem direkten Abschluss. Der UFC zeigt gleich zu Beginn, in welche Richtung es heute laufen soll. Doch der FSV ist hier keineswegs nur Zuschauer. Kelati profitiert hier von einem Fehlpass. Der Abschluss ist dann allerdings etwas zu gut gemeint. In der Folge flacht das Spielgeschehen dann jedoch deutlich ab. Es fängt regelrecht an zu stürmen. Bis zur Pause kommen keine nennenswerten Torchancen mehr zustande. Es gibt also einiges zu besprechen in der Kabine. Doch wer nach Wiederbeginn auf ein Chancenfeuerwerk gehofft hat, der sieht sich zunächst getäuscht. Eine gute Stunde ist schon gespielt, da kommt Steffen Straub mal über die Außenbahn. Die Flanke geht eigentlich zu weit, aber dann kann Alavi nochmal aus dem Hintergrund schießen. Bezeichnend, dass das der bislang gefährlichste Abschluss im zweiten Durchgang ist. Auch deshalb reagieren beide Trainer Mitte der zweiten Halbzeit. Sreto Ristić bringt Torjäger Elias Oriano neu in die Partie. Beim FSV kommt Gütschlü für den agilen Jake Hurst. Und tatsächlich wird es jetzt gefährlicher. Nach 66 Minuten gibt es den ersten Eckball der Partie und Albrecht zwingt Endres zu einer echten Glanztat. Die Szene läuft noch weiter. Der UFC setzt sich erstmals am gegnerischen 16er fest und in der Mitte kommt nochmal Albrecht zum Kopfball. Doppelchance für den ehemaligen Rostocker. Und Daniel Endres sollte jetzt immer mehr in den Fokus rücken. 71. Minute, Freistoßgelegenheit für die Kickers. Eigentlich eine Riesendistanz, aber Endres kommt erst im Nachfassen an den Ball. Auch Frankfurt ist nun in der Schlussphase heiß auf den Derby-Sieg. Schöne Kombination rein in den 16er und am Ende die Gelegenheit für Emir Seydovic. Da hat nicht so viel gefehlt, eine Viertelstunde vor dem Ende. Nur kurz darauf auch der erste Eckball für den FSV und auch der wird brandgefährlich. Da muss sich Stefan Flauder ein erstes Mal richtig strecken. Sehr freche Hereingabe von Steffen Straub. Die Schlussphase entschädigt etwas den großen Leerlauf in der Partie. Plötzlich gibt es hier eine Chance nach der anderen. Und Daniel Endres wird langsam zum Endgegner für den UFC. Es läuft schon die Nachspielzeit. Die Kickers werfen nochmal alles nach vorne. Viel Platz da auf der rechten Seite. Und in der Mitte Fetsch wieder Riesenchance. Was für eine Monsterparade von Endres. Und danach ist Feierabend. Daniel Endres beschert dem FSV Frankfurt einen Punkt im Hessen-Derby. Wie schon im Hinspiel endet dieses Traditionsduell torlos. Der Man of the Match mit seinem Fazit zum Spiel. Ja, es war, glaube ich, ein Spiel auf Augenhöhe. Heute hat man gemerkt, dass beide Mannschaften sehr, sehr viel Potenzial haben. Aber ich glaube, man merkt natürlich auch, dass die Kräfte da ziemlich am Schwinden sind. Heute war es, glaube ich, das 39. Punktspiel der Saison plus die ganzen Pokalspiele. Ja, das nagt schon an einem. Ich glaube, wir können ja, nach den Torchancen jetzt zu urteilen, können wir dann vielleicht sagen, okay, der Punkt war, haben wir uns irgendwie erarbeitet und erkämpft. Ja, aber ganz ehrlich jetzt zu sagen, den hätten wir nicht verdient, das wäre jetzt, glaube ich, Quatsch zu sagen. Klar, die besseren Torchancen hatte dann am Ende der UFC. Aber so ist es im Fußball. Wir haben es uns hart erarbeitet und ja, sind froh, jetzt einen Punkt zu haben und jetzt erstmal in die Pause zu gehen. 3 Pflichtspiele trennen den FSV und den UFC noch von der lang ersehnten Sommerpause, ehe dann auf Seiten der Frankfurter mit Angelo Balletta ein neuer Trainer auf der Bank sitzt.